Hallo ihr Lieben, bitte wundert euch bei diesem Part nicht über den Bildausschnitt. Leider hat mein Aufnahmeprogramm sich selbstständig gemacht und ich habe es erst bei der Hälfte des Parts ungefähr gemerkt. Alles Wichtige sollte trotzdem mit drauf sein und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem Part und verzeiht mir bitte den Fauxpas, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist. Und jetzt geht's los. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Heavy Rain. Im letzten Part waren wir mit Ethan und Sean in ihrem neuen Zuhause und haben mit Ethan den Abend verbracht, haben ihm was zu essen gemacht, Hausaufgaben, ihm Medikamente gegeben und dann ins Bett gebracht. Und ja, dann wurde es komisch und wir waren auf einmal auf irgendeiner Straße völlig verwirrt. Und nun haben wir eine neue Person, die mit der wir, glaube ich, spielen, die wir eben ein oder vorhin einmal oder in der letzten Folge für euch in der letzten Folge für mich eben im Ladescreen gesehen haben. Wir wissen noch gar nicht, wer das ist. Und da dem Ganzen werden wir jetzt auf den Weg gehen. Ach, und was ich vergessen habe, als Ethan auf der Straße stand, hatte er eine Origami-Figur in der Hand. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Und das Ganze wird sich vielleicht hoffentlich jetzt aufklären. Okay, es geht nichts anderes, als da jetzt reinzugehen, wer auch immer wir sind. Ich finde, er wirkt, also auf den ersten Blick wirkt er für mich wie so ein typischer Detective. Okay, was haben wir jetzt hier? Ich nehme lieber die Treppe. Okay, hast du es nicht so mit Fahrstühlen? Ich suche seit Wochen. Hoffe, ich habe diesmal Erfolg. Womit Erfolg? Der Rezeptionist könnte mir weiterhelfen. Okay, wir gehen mal gucken, was wir hier so finden. Hier steht irgendwas von Office. Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Sonst irgendwas? Gucken, wir verändern mal den Kamerawinkel. Das sollte ich nämlich tatsächlich viel öfter mal machen. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Okay. Ja, warum auch immer wir zu Lauren Winter wollen. Na, bevor wir Treppe hochgehen, kann ich hier noch irgendwas. Ne, okay. Daneben irgend. Na gut, wir gehen automatisch die Treppe hoch. Also er sagte ja die letzte Tür auf der linken Seite, aber ich möchte gerne mal überall klopfen. Okay, wir hören eindeutige Geräusche. Da möchte ich nicht weiter nachfragen. Ich denke, ja, das ist die Tür von Lauren, aber wir wollen jetzt erstmal hier nochmal klopfen. Okay, das hört sich definitiv nach COPD an. Der hat definitiv eine Lungenkrankheit. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Oder klopfen da vielmehr. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. What? Was ist denn das für ein Typ? Zu einer Nutte? Okay. Das ist jetzt sein Ernst? Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Gedanken. Hübsches Mädchen, aber zu jung, um sich in so ein Dreckloch zu verkriechen. Ich muss geschickt vorgehen, um etwas aus ihr rauszukriegen. Okay. Ihr Zimmer ist tipptopp in Ordnung. Ich kenne Huren, die sich keinen Dreck um ihre Wohnungen kümmern. Hä? Sie hält mich für einen Kunden? Okay, also das ist so wohl nicht unser Plan. Also er will gar nicht. Ich wollte mich nur umgucken. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv.
Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Nein, möchte ich nicht. Verständnisvoll? Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Autsch. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Oh Gott, ob das so die richtige Vorgehensweise ist? Bin mir nicht sicher. Was wollen Sie wissen? Oh doch, okay. Okay, was wollen wir? Johnny. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht den schon? Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Okay, verschwinden. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an einem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Okay, Spuren. Das war's, war das? Nein! Was? Nein, das war's nicht! Nein, ich war zu langsam. Wissen Sie, ob etwas gefunden wurde? Hinweise, Zeugen? Nein. Sie sagten, er sei weggelaufen und würde bestimmt bald wiederkommen. Man fand die Leiche nach 5 Tagen. Eine Origami-Figur in seiner Hand und eine Orchidee auf der Brust. Wow. Sorry. Mein Sohn war das Kostbarste für mich. Das einzig Gute in meinem scheiß Leben. Er ist mir weggenommen worden, ohne Grund. Gehen Sie. Hauen Sie ab. Es tut mir leid. Es tut mir halt so unendlich leid, weil ich meine, ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe ja nicht ihren Sohn umgebracht und jetzt macht er das, was ich gehofft hatte. Wenn etwas einfällt. Irgendetwas. Achso. Ich dachte, er legt dir Geld hin. Toll. Es tut mir so leid. Es tut mir so, so leid. Ich meine, ich kann das ja immer... Möchte sie jetzt noch mit mir reden? Nein. Okay, ich hab's endgültig verschissen. Schade. Okay, das war so nicht der Plan tatsächlich. Oh Mann, ich wollte... Okay, das ist... Warte, da kann ich nicht rein.
Oh, ich wollte doch das Gespräch vernünftig mit dir führen. Ich hab's verkackt. Na toll. Ich hab nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Richtig. Feingefühl ist nicht meine Stärke. Ich hab's auch verkackt, sorry. Es bringt nichts, sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Ich muss hier weg. Ich hätte mich zurückhalten sollen. Sie steht noch unter Schock. Ja, ich hab's verkackt. Sie hat gerade ihr Kind verloren. Ich verstehe, wie sie sich fühlt. Ja, und ich hab's verkackt, weil ich... Was geht mit ihm jetzt? Okay. Hallo? Reagier doch. Okay. Was läuft denn da für ein Typ? Ist das ihr nächster Kunde? Laura, mach auf, Baby. Ich bin. Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Stopp, 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 stopp. So nicht. So nicht. Ich will da rein. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Dir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner. Nein, tu ich bestimmt nicht. Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Im Zweifel? Ich reiß dir den Arsch auf. Im Zweifel bin ich gut. Also hoffe ich. Vielleicht ist das jetzt meine Chance. Oh, oh, oh. Okay, 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 was, was, was? Was, was? Nein! Oh mein Gott, ich... Nein, 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 nein! Du erledigst mich nicht, Kumpel. Nicht mich. Oh nein, stopp den. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist so... Ah, tu mir nicht weh. Nein, 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 mein Freund. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Und in die nächste Glasscheibe. Oder auch nicht. Krass, Alter, wir liefern uns hier den übelsten Kampf und ich hab's bisher noch nicht verkackt. Ich bin stolz auf mich. Aber ich sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Eieieiei. Eieieiei. Und wir zerlegen hier Lawrence Wohnung. Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Nein. Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Okay, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Vertrauen von ihr, dass wenn ihr doch noch was einfällt, dass sie dann jetzt zu uns kommt. Erinnerung drücken und halten Sie die angezeigten Kreis, X und das. Kreis, X und das. Mach ich doch. Hä, was ist das hier? Achso, sind das nur Tooltips? Ich habe keine Ahnung, was ist das immer? Dienstag, 8.05 Uhr. 17,27 mm? Was heißt das? Weiß ich nicht. Aber wir spielen als anscheinend die nächste Rolle. Und so wie es aussieht, fahren wir gerade zu einem Tatort. Okay, ich finde den Shelby cool. Dass er Privatdetektiv ist, ist ganz nice.
wir so gezittert und wer sind wir, ist meine Frage. Who are we? Reporter? Jetzt schon? Die sind ja bestens informiert. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen, wenigstens für den Moment. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Ich hab den Namen irgendwo. Blake. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Okay, da müssen wir anscheinend hin. Was wollt ihr hier? Okay, also bei euch geht nichts. Jedoch ist über die genaue Identität des Opfers bislang noch nichts bekannt. Natürlich wird spekuliert, ob die Leiche Jeremy Bowles ist. Eine neue Tat des Origami-Killers? Unser Team ist direkt am Tatort und unterrichtet sie ununterbrochen live über das aktuelle Geschehen. Das war Brittany Sanders. Ja, hallo Brittany. So, kann ich mit euch komischen Vögeln da irgendwie quatschen? Ihr geht mir ein bisschen auf den Keks, ihr Reporter. Nein, anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal da zur Polizeiabsperrung, weil wir suchen ja einen Lieutenant. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Dann gibt's mal hier unsere Dienstmarke. Okay. Sie können durch. Er sieht ein bisschen aus, als hätte er gekifft. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Cool. Irgendwo ist grandios. Was für geiles Leuchtband. Das will ich auch. Das ist ja voll cool. Okay, dann fangen wir mal an zu suchen. Ich denke, er wird da irgendwo auf dem Areal sein, aber ich will erstmal mich hier umgucken. Okay, das ist der Rettungswagen, da haben wir nichts. Was ist das Geiles? Was ist das? Videomemo 1, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Okay. Was kann das? Kann ich das wieder aufsetzen? Ich will es wieder aufsetzen, aber was ist das? Was habe ich getan? Setz es auf. Was ist das? Was kann das? Kann mir das jemand erklären? Hallo? Oh. Oh, wie geil! Oh, ist das cool. Ich sehe Fußabdrücke. Das ist ja crazy. Hier sind ganz viele Fußabdrücke. Wie geil ist das denn bitte? Hallo Jungs, wollt ihr mit mir reden? Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber wer sitzt hier nochmal? Norman Jaden, FBI. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Okay. Sau Wetter, hä? Regnet es hier immer so? Im Herbst schon. War Ihnen zu Hause etwa nicht? Doch. Doch, klar. Na klar. Ganz schön kalt, hä? Okay, die wollen also gar nicht mehr mit mir reden? Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Das ist aber nett, danke. Ich suche ihn gerade. Wissen Sie, wo er ist? Okay, da ist also Blake. Oh, da ist noch irgendwas aufgeploppt. Aber wir trinken erstmal Kaffee. I love Kaffee. Das wird der Running Gag. Ich liebe Kaffee. Okay, dann trinken wir jetzt Kaffee. Dann können wir auch besser arbeiten. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Also dieses Ari, oder was das ist? Schon? Oh, da ist was. Da ist was. Was ist das?
AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Was zur Hölle tue ich hier? Ich find's so cool. Kann ich mit euch auch quatschen? Ist hier noch was? Oh Gott, ich feier's gerade zu Tode. Es ist so geil. Okay, mit euch kann ich also nicht quatschen. Blake? Ich suche Lieutenant Carter Blake. Okay, danke. Cool. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt gecheckt, danke. Wo er ist. Ich sammle jetzt da vorne den Hinweis noch ein, der da so aufploppt. Und dann werde ich diesen Part auch an dieser Stelle beenden. Gucken wir mal, was das ist. Oscar Dalzell, Bankmanager. Okay, okay, kein... Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Okay, krass. Also dieses System, was auch immer wir da auf uns haben, es ist mega, mega cool. Und ich feiere das massiv gerade. Und ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich überhaupt aufhöre. Nun gut, meine Lieben. Das soll es an dieser Stelle mit diesem Part auch gewesen sein. Ich denke, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann bin ich gespannt, was hier passiert ist. Ob das wirklich eine neue Leiche des Origami-Killers ist, was wir hier noch für Spuren am Tatort erleben. Jetzt überschlägt sich das ja gerade alles. Ich bin gespannt, was die Story noch für uns zu bieten hat. Bis dahin, tschüss!